Wart wild um sich schießend, ein Rauch sich am Legen, ist ein Italiener da gewesen. Italienische Kreuzer, also die leichten Premiums mit HE und die Napoli ausgenommen, sind Schiffe mit einer Inselbegabung. Jetzt nicht die Art Inselbegabung, in merkwürdiger Weise die der amerikanischen Pendants, ne, wohnt. Nein, ich meine im wirklichen Sinne, sie können nur eine Sache so richtig gut und das ist Kiten. Kiten, Kiten und nochmals Kiten. Denn ihnen verbietet das Gun-Layout, dessen Nachladezeit, die mäßige Turmdrehgeschwindigkeit, die noch dazu euphemistisch ausgedrückt gerade mal ausreichende Torpedowaffnung und das fehlende Hydro, das Ausfüllen jeglicher anderer Rollen als die des Farmers. Gut, die Sub und deren doch sehr imposanten Alpha können den Rumpf von DDs riesengroße Löcher verpassen, also so große Löcher, dass nur noch der Bug und das Heck einzeln durch die Gegend gondeln. Also als zwei so von den Konstrukteuren nicht angedachten neu entstandenen Torpedobooten. Und anstatt Kriegsschiffe teuer abzuwracken, können die italienischen Kreuzer auch schon mal im Vorhinein, so im Vorab, deren Superstructure demontieren. Zurück zur Inselbegabung. Nein, diese. Sie sind die einzigen Kreuzer, die absurderweise das Prinzip des Kiten parodieren. Sagen wir mal, geschmeichelt, aggressiv, vorwärtsfahrend irgendwie dann doch kiten. Also in gerade mal so, wenn der Motor halt geplatzt ist und sich dessen Rauchwolke umgibt, die restliche Geschwindigkeit ausnutzen, vorwärts treiben beim Schießen. Dank des italienischen Premium-Antriebs, der dann irgendwie doch immer wieder raucht, können sie halt wirklich vorwärts kiten. Dieses Gimmick, was die Kreuzer an sich überhaupt in irgendeiner Art und Weise wirklich nutzbar macht. Also nutzbar macht in Form von teambündig zu sein, beziehungsweise aggressiv genug eingesetzt, dann sogar doch Mehrwert bietet. Also Mehrwert durch ihren geplatzten Motor. Du bist ja gar kein Super-Unicorn. Du bist ja gar kein Super-Unicorn. Du bist ja gar kein Super-Unicorn.